Der Wendepunkt im Leben ist die Wiedergeburt des Geistes, der Moment, wo ihr bewusst der Geisteskraft inne werdet, die euch durch meine Liebe zuströmt, so wie ihr fühlt, dass ihr unzertrennlich mit mir verbunden seid, so wie ihr euch bewusst werdet, dass es ohne mich kein Sein gibt für euch, so wie ihr mich fühlt in eurer Nähe und nun dieses Bewusstsein euer ganzes Leben bestimmt, drängt der Geistesfunke in euch mir als seinem Vatergeist entgegen und nun seid ihr erwacht zum eigentlichen Leben, ihr seid wiedergeboren im Geist und nun strebt ihr mir bewusst entgegen. Eure Wollen und Denken ist mir zugewandt, eure Handeln meinen Willen entsprechend. Und nun erfasse ich euch und ziehe euch zu mir empor. Ich lasse euch keinen Schritt mehr alleine gehen. Überall hin begleite ich euch. Ich bin um euch und achte eines jeden Gedankens, der mich sucht. Ich höre jede Frage eures Herzens, jeden Bittruf, jeden Seufzer nach meiner Liebe und ich helfe euch, auch wenn ihr es nicht gleich spürt. Die Liebe zu euch ist grenzenlos und meine Sorge um euch immerwährend und so lasse ich keines meiner Geschöpfe ohne Beistand. Und meine Kinder gedenke ich ganz besonders, denn diese sind meine Kinder, die zu mir gefunden haben, die aus eigenem Antrieb sich mir anvertrauen. Ihnen gehört meine ganze Liebe. Die geistige Wiedergeburt ist gleich der aufgehenden Sonne. Immer strahlender erscheint diese am Firmament, bis sie in ihrer ganzen Pracht am Himmel steht, Licht und Wärme spendend meine Schöpfungswerke durchstrahlt und neue Schöpfungen zum Leben erweckt und am Leben erhält. Ist der Mensch wiedergeboren im Geist, so gibt es keinen Stillstand mehr. Immer heller und strahlender wird es um ihn. Denn ihm durchstrahlt meine liebe Kraft, mein Geist. Und also nimmt er ständig zu an Licht und Kraft, und er strahlt sein Licht gleichfalls aus auf alles, was ihn umgibt. Die geistige Wiedergeburt ist das Erwachen zum ewigen Leben, und es wird der geistig Wiedergeborene gleichfalls das Leblose zum Leben erwecken können, denn wo sein Licht hinfällt, dort durchdringt es mit seinem hellen Schein die Dunkelheit, und wo Licht ist, ist Leben, wo Licht ist, bin ich selbst, und ich bringe allen das Leben, die es begehren, die es bewusst von mir verlangen, die sich gleichfalls sehnend mir zuwenden, also mich anerkennen. Ich gebe euch mein Wort und damit das sichtbare Zeichen meiner Liebe. Ich gebe euch Kraft, die sich wieder äußert im vermehrten Verlangen nach mir, denn dieses Verlangen ist das Zeichen, dass mein Vatergeist den Geistesfunken in euch zu sich zieht und so sollt ihr glücklich sein, wenn ihr Sehnsucht empfindet nach mir, denn ebenso drängt mein Geist dem euren entgegen. Und eure Herzen können sich nicht mehr von mir lösen, denn ich lasse sie nicht, so sie sich mir einmal hingegeben haben. Ich bin der Geist der Wahrheit, ich bin das Leben, ich bin die Liebe und der Urgrund alles Seins. Wen ich mit meiner Liebe bedenke, der wird sein von Ewigkeit zu Ewigkeit.
Er wird leben und sich in der vollsten Wahrheit befinden. Es wird kein Trug und kein Schein dort sein, wo er ist. Er wird sein, was ich bin, ein Geist voller Macht und Kraft aus mir. Er wird Liebe ausstrahlen und unvorstellbar glücklich sein, wieder den Geschöpfen meinen Geist vermitteln zu können, wieder zum Leben erwecken zu können, was leblos war. Er wird mir in allem ähnlich sein, denn mein Geist durchflutet ihn, und also kann er nichts anderes sein, als ich bin, ein Wesen voller Liebe, Kraft, Weisheit und Macht. Und also werdet ihr in Ewigkeit die glücklichsten Geschöpfe sein, in Liebe miteinander verbunden und mir immer nah. Und was ihr begehrt, werdet ihr empfangen, denn ihr werdet nur meine Liebe begehren, und diese durchstrahlt euch fortgesetzt, auf dass ihr tätig sein könnt, zu eurer unendlichen Beglückung in meinem Reich, das eines jeden Anteil ist, der sich mit mir verbindet in Zeit und Ewigkeit. Amen.